Erik wird jetzt der letzte Teilnehmer sein, der seinen Platz noch beziehen muss. Alles ist startklar und Boxen auf zum 81. Gerlingpreis. 2400 Meter die Distanz. Das Feld kommt das erste Mal an der Tribüne vorbei, an der Außenseite. Ito in den Schlenderhahner Farben gleich in vorderster Linie mit Philipp Minarek. Ito ganz an der Außenseite ist an der Spitze auszumachen. Dahinter dann Fairmountain in zweiter Position vor Vif Monsieur. Dahinter sieht man dann Shadow Sadness an der Innenseite mit Erik vor Shivaja. Dann Early Morning weiter außen. Dann Nightwish am Ende des Feldes galoppiert Sirius. Der nimmt die Konkurrenz in Augenschein. So geht es durch den ersten Bogen, durch den Scheibenstraßenbogen. Ito zeigt den Weg. Ito ist vorne, dahinter dann an der Innenseite Fair Mountain, an der Außenseite Vif Monsieur auf den Plätzen 2 und 3. Zweites Pferd jetzt Vif Monsieur. Fair Mountain ist dritter Kandidat. Dahinter dann Shadow Sadness und Erik, die beiden von der Recke Schützlinge auf den Plätzen 4 und 5. Gefolgt von an der Innenseite Shivaja vor Early Morning. Dahinter dann Nightwish und am Ende des Feldes galoppiert Sirius. Das Tempo ist gleichmäßig, aber nicht allzu schnell. Ito weiter an der Spitze. Philipp Minarek hat alles im Griff. Der zweimalige deutsche Champion mit etwa 1,5 Längen an der Spitze. Dahinter dann Fair Mountain mit Vif Monsieur. Dann sieht man außen Erik mit an der Innenseite Shadow Sadness gleich auf. Dann folgt Shivaja mit Sirius und am Ende des Feldes ist Sirius. Vorletztes Pferd ist Nightwish. So geht es jetzt auf den Scheitelpunkt des Bogens zu unter der Führung von Ito. Ito weiter vorne, Ito mit gut einer Länge vor Vif Monsieur, dahinter dann in dritter Position unverändert Fair Mountain, dann sieht man an der Außenseite Erik und an der Innenseite Shadow Sadness. Die Pferde sind jetzt im Einlauf, die letzten 600 Meter brechen an. Philipp Minarek mit Ito ist vorne, dahinter dann Fair Mountain und Vif Monsieur, die lassen sich anfassen an der Spitze, aber Ito weiter vorne, Ito weiter im Vorteil, Fair Mountain lässt sich nicht abschütteln, jetzt verschwindet Vif Monsieur an der Innenseite, aber Sirius jetzt mit dabei. Sirius wird stärker, Ito aber weiter vorne, Ito. Dazwischen galoppiert Fair Mountain, aber an der Außenseite ist Ito weiter an der Spitze. Sirius wird jetzt aber stärker, Sirius an der Innenseite, der legt jetzt mächtig los, aber an der Außenseite ist Ito weiter vorne. Auch Ito kann beschleunigen und Ito gewinnt. Ito gewinnt den 81. Gerlingpreis vor Sirius. Ein tolles Finish auf dem dritten Platz dann. Fair Mountain schon deutlich da zurück auf dem weiteren Plätzen. Sah man dann an der Außenseite Early Morning vor Shadow Sadness, vor Erik, dann Nightwish, Vif Monsieur und Shivaja. Vorläufiger Richterspruch, siebte Rennen, dem 81. Gerlingpreis. Sieger ist die 1 Ito, auf dem zweiten Platz die 8 Sirius, dritter die 3 Fair Mountain und viertes Pferd die 10 Early Morning. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, siebte Rennen, dem 81. Gerlingpreis, 1 Ito, 8 Sirius, 3 Fair Mountain und 10 Early Morning.